Schalte es ein. Sind die jetzt meine Verbündeten, oder wie? Im Grunde schon, oder? Ich arbeite jetzt mit denen so ein bisschen zusammen. Das finde ich irgendwie echt irre. Wie gesagt, das lief bei meinem anderen Charakter sehr anders. Okay, Militech ist da. Die kämpfen jetzt hier gegeneinander. Das ist irgendwie echt irre, wie anders das ist. Wow, ich wurde gerade von irgendwas one-hit-killed gesprengt. Irgendwie ist was explodiert in der Nähe anscheinend. That escalated quickly. Das ist ganz schön plötzlich hochgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, direkt neben mir. Okay, ich muss ein bisschen besser aufpassen. Ah, guck mal. Da, Sprengstoff direkt vor mir. Das war das Problem. Ob wir uns vielleicht hier einfach durchschleichen können? Weil eigentlich geht uns dieser Konflikt hier gar nichts an. Na, aber Militech wird mir als Gegner angezeigt. Die sind schon hinter mir her auch. Alter, was passiert denn hier? Ich weiß nicht genau. Hat da irgendwer so eine krasse Waffe, dass der mich auf einen Schuss wegschießt? Bin ich so gut wie tot und ich achte wieder nicht auf meine Gesundheit? Aber das Spiel sagt mir normalerweise durch so Grafikglitches, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das tut es jetzt gerade aber nicht. Ich bin verwirrt und habe Angst. Und warum schießen die eigentlich auf mich, wenn überall Gegner sind? Und warum verhalten sich eigentlich die KIs so gelassen? Okay. Nochmal das Ganze. Ich habe eigentlich fast volle Energie, na gut. Los, gehen wir! Die Mario ist der Tod. Mach da los. Alter, mach dich locker! Der Krieg hat keine Chance. Er sollte dich helfen. Guckt, wie dir geht. Der wird beschossen, ihm ist es aber wurscht. Ich glaube, der hat seinen Trigger, seinen KI-Triggerplatz noch nicht erreicht. Das ist witzig. Danke für die Hilfe, hat er gesagt sogar. Nett. Ja, auf die Entfernung und durch so viele Wände macht das gar keinen Sinn mehr. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall dringend looten. Weil ich glaube, irgendjemand hier hatte eine total krasse Waffe, die hätte ich gerne. Also das ist schon cool, das muss ich echt sagen. Jetzt, wo ich das zweimal gespielt habe und zweimal erlebt habe, diese Mission hier kann sehr unterschiedlich laufen, kann ich sagen, auf jeden Fall. Das ist wirklich cool. Dann macht es wirklich Sinn, das Spiel mehrfach zu spielen im Grunde. Ja, stimmt. Ich habe schon ganz vergessen, wie super stylisch wir unterwegs sind. Das ist echt super.
Naja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich habe durchaus Interesse daran, dass das Spiel dann, wenn es, wenn mal die ganzen Bugs gefixt sind und wenn es auch sein wirkliches PlayStation 5 Upgrade bekommen hat, dass ich dann vielleicht mal nochmal einen neuen Run irgendwie hinlege. Könnte ich mir gut vorstellen. Und vielleicht... Ja, eben, vielleicht lohnt es sich. Mal schauen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es hier zum Beispiel in dieser Mission dann gibt. Oh, wir haben eine bessere Jacke. Die ist deutlich besser. Hallo, meine Güte, wie kann das überhaupt sein? Die ist ein bisschen sehr krass gut. Aber cool. Jetzt sehen wir, finde ich, fast sogar noch ein bisschen lächerlicher aus als vorher. Außer wir haben eine neue Hose. Ah, wir haben auf jeden Fall neue Beinschienen. Na dann. Ein bisschen lustig sind wir schon. Aber wartet mal schnell. Wir sind nämlich auch aufgestiegen. Können wir gleich unsere Coolness nochmal erhöhen? Ah, wir haben einen neuen Coolness-Skill. Also einen neuen Kampfmaschinen-Skill. Erhöht die Gesundheitsregeneration um 50% pro Stack Kampfmaschine. Das ist schon jetzt cool, finde ich. Erhöht die Panzerung. Oh, das ist auch gut. Ja, jetzt kriegen wir schon langsam die sinnvollen Skills. Im Endeffekt, ich sehe schon, das wird so ein Charakter, der einfach ganz schnell ganz viel Gegner töten muss. Und dann wird er quasi unsterblich dadurch. Könnten wir auch einen guten Nahkämpfer draus machen. Ah, aber ich muss kurz Waffen wegscrappen. Wir sind überladen. Zum Glück kann man alles relativ... die will ich nicht verwerten. Aber zum Glück kann man alles relativ problemlos einfach verwerten. Auch relativ schnell. Und dann kann man sehr gut aufräumen in seinem Inventar. Und muss nicht dauernd irgendwas verkaufen oder liegen lassen. Gar, was der Horror wäre. Der Horror. Au, ich brenne. Aber nur ein bisschen. Nicht so schlimm. Das ist nur ein Kratzer. Ein Feuerkratzer. Ich glaube, hier könnte man echt ziemlich gut einfach durchschleichen. Und die einfach gegeneinander kämpfen lassen. Lebt er immer noch? So, jetzt. Oh oh. Achso, Überwachungskamera. Mein Gott, was für eine Party. Ich kriege überhaupt nichts mit mehr.
So. Die warten mit dem Kämpfen immer, bis ich da bin. Man merkt es richtig. Cool. Warum geht man in der Welt mit solchen Waffen überhaupt noch in Deckung? Man sollte eigentlich die ganze Zeit wie wild durch die Gegend laufen, einfach nur oder so. Holy shit! Wir haben einen Kampf-Mac dabei. Ich ping den mal an, was da noch so drin ist. Oh, zwei! Oh, oh fuck! Oh shit! Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst! Das ist irgendwie nicht gut. Gibt's da keinen anderen Weg, vielleicht? Hey Zakorak, danke fürs Abo verschenken, oder? Warte mal kurz. Ich muss kurz auf Pause drücken. Nein, Abraxe hat die Abos verschenkt. Dankeschön für die Abo-Flut, die du hier gerade verteilst. An alle möglichen. Das Glas wird auch leer gesprengt vor lauter Abos. Und auch danke für den neuen Emoji. Yeah. Cool. Dankeschön. Super nett. Okay, schauen wir mal, dass wir hier rauskommen noch. Haben wir jetzt schon einen davon kaputt gemacht? Nee. Oh, keine Munition mehr. Ah, ganz schlecht. Das wird ja immer besser. Au, oh, wo sind denn die anderen beiden eigentlich? Da hinten steht Jackie. Okay, eine Waffe weggeschossen. Ich muss gerade ein bisschen... Wow, habt ihr das gesehen? Irgendein Todeslaser. Ich muss gerade ein bisschen an Generation Zero denken. Das wollten wir heute auch noch spielen, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr dazu. Ah, Gott, ey. Na komm schon, gleich haben wir ihn. Nein, kommt schon, Hitboxen, was geht denn?
komm schon. Keine Munition mehr. Habe ich noch für irgendwas Munition? 0000. Ah, für die Pistole da unten habe ich noch Munition. Das ist eine legendäre Pistole sogar. Die kann man irgendwie besonders upgraden und so Zeugs. Aber, naja. Die ist halt jetzt in ihrem aktuellen Zustand nicht besonders gut. Aber gut genug für den. Ist da eigentlich noch einer hinten? Da steht noch einer, aber ich glaube, hat der noch Waffensysteme? Da ist nämlich noch irgendwas Großes da hinten. Ich sehe es nur nicht vor lauter Feuerwerk. Bin gleich wieder dabei! Mein Gott, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist Simon Royce Randall. Ach, der gehört zu uns. Okay, krass, keine Ahnung. Der hat keine Waffensysteme mehr, oder? Deswegen steht er jetzt da und guckt blöd. Gut. Okay, ich hätte auch gern so ein Exoskelett. Das ist ja voll cool. Nichts wie Becky. Nein. Ich will dir nur sagen, ich mag eure Art. Und? Wie lautet das Zauberwort? Was? Danke, wie? Wofür, verdammt? Dafür, dass wir deinen Blecharsch gerettet haben. Hast du Hallos oder was? Abraxe, dankeschön. Für die super vielen Bits nochmal. Ich hab das Glas wieder aufgefüllt. Du bist erledigt, weißt du das? So wie ich das sehe, bin ich am Leben. Die nicht. Aber sie werden wiederkommen. Militech wird nicht locker lassen, bis du tot bist. Mit den richtigen Eiern in der Mangel entscheidet man selbst, wer stirbt und lebt. Weise Worte. Merk sie dir. Na dann. Hier geht's lang. Irgendwo liegt was Blaues. Das will ich nicht liegen lassen. Was war das jetzt? Es wird mir gar nichts angezeigt, aber ich konnte es aufheben. Das ist die Hauptsache. Werden wir dann in unserem Inventar schon finden. Wahrscheinlich nur seltene Komponenten. Die Roboter droppen normalerweise immer nur seltene Crafting-Komponenten. Was cool ist, aber eine blaue Waffe für den niedrigleveligen Charakter, den wir da haben, wäre schon gut gewesen. Komm schon, wie? Lass uns verschwinden! Militech, wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor, da können wir reden. Kontakt! Nicht schießen! Er will mich killen! Ich möchte mit Ihnen reden. Du hast doch meine Leute geschossen. Student Anthony Gilchrist. Noch immer am Leben und zur Abwechslung nicht gefesselt. Du hast ein gutes Gedächtnis für Namen. Aber das reicht leider nicht, wenn Militech aufkreuzt. Wir haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Ich geb's zu. Hab dich hier nicht erwartet. Man ist dir gefolgt, aber das wusstest du sicher. Starks Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker.
Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Mhm, ganz genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende. Hm? Wie viel Film für den nächsten Extra-Stream? Für diesen Monat haben wir die Extra-Streams. Der 24-Stunden-Stream an Silvester wahrscheinlich, voraussichtlich, der steht schon. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Höher geht's nicht mehr. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Das ist wirklich cool, weil das hier so anders ist, wie bei meinem anderen Playthrough. Und du, warum bist du hier? Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Ja, und jetzt geht er da rein, oder wie? Na gut, meinetwegen. Oh Mann, wie? Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hi, luego, wie? Kann ich bei euch mitfliegen? Schade, das wäre cool. Wie sieht's aus, Mr. V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Minitex-Sache? Natürlich gab's keine. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Hast du ihn überzeugt? Der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du warst echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Sehr gut. Oh, wow! Und dann hat er sich aufgelöst. Cool. Levelaufstieg. Coolness, Level 10. Yeah, jetzt werden wir noch krassere Kampfmaschine. Im Endeffekt dürften wir jetzt, solange wir schnell genug Gegner killen können, schon relativ unsterblich sein. Nur das Killen, ne? Ich hätte gern noch mehr offensive Skills, aber ich bin mir sicher, die kommen. Erhöht Schaden von Kopfschüssen zum Beispiel, ja. Das ist schon besser. So, na gut, Leute, dann machen wir jetzt, glaube ich, hier für heute Schluss an der Stelle. Ist ein schöner Schlusspunkt und ich bin schon ganz heiser. Ich würde sagen, ja genau, jetzt ist Dezember, nächste Woche ist schon Heiligabend. Das heißt, diesen Monat, genau, diesen ganzen Monat gibt es jetzt erstmal keinen Stream mehr. Aber dafür ist dann quasi wahrscheinlich an Silvester, wenn mich nicht alles täuscht, 24-Stunden-Stream. Um Silvester rum, aber wahrscheinlich direkt an Silvester. 24 Stunden durchgehender, knallharter Todesstream der Vernichtung. Und genau, dann schauen wir, wie es nächsten Monat weitergeht. Cool. Dann, was du hast... Du hast noch eine Frage? Dann frag noch schnell, dann speichere ich währenddessen. So, okay, cool. Der Mod, wo man NPCs spawnen kann bei Fallout 4 jetzt vorher... Das ist auch dabei bei dem Unlock Settlement Object. Also U-S-
Oh, genau, USO. Das sind ganz viele verschiedene Mods, die alle USO irgendwas heißen. Und die fügen ganz viele Objekte hinzu und einer davon ist für die NPCs verantwortlich. Abraxe, danke nochmal für die Abschied-Cheers und für den Abschied-Emoji. Pidgeu. Coolio. Dankeschön. Danke alle miteinander. Danke fürs Dabeisein und fürs Spenden und für die Bits und für alles einfach. Und wir sehen uns dann hoffentlich live wieder eben an Silvester. Ich werde das auf dem Discord nochmal genau die Uhrzeit dann und das genaue Datum posten. Und bis dahin ist jetzt erstmal weihnachtliche Streampause. Also dann, schöne Feiertage, schönes Weihnachten oder was auch immer ihr feiert. Und wenn ihr nicht feiert, schönes langes Wochenende. Macht's gut, bis bald. Ciao.